Jane Mansfield zum Beispiel, die zurzeit unter der Regie von Werner Jacobs in Hamburger Ateliers ihren ersten deutschen Film dreht. Als Kulisse dient der Altonaer Fischmarkt, in dessen Milieu sich Freddy Quinn ausgesprochen heimisch fühlt. Nicht nur im Privatleben erzeugt die blonde Jane allein schon durch ihre Existenz beträchtliche Turbulenz, unter welcher der Umsatz auf dem Fischmarkt sichtbar leidet. Doch Jane Mansfield hat schon ganz andere Schlachten überstanden, ohne Schaden zu nehmen. Ein Tanz des Volkes von Altona und St. Pauli bringt die rauen Sitten schließlich wieder auf den liebenswürdigen Nenner eines bunten Jahrmarkts der großen und der kleinen Tiere.